Herzlich willkommen zur ersten Folge von Nicht-Nachmachen mit meinem geschätzten Kollegen Wigald Boning und meinem nicht minder geschätzten Assistenten Bernhard Hoecker. Du fängst jetzt nicht schon mit dieser Assistenten-Moderatoren-Scheiße an. Ach so, sorry, Versuch war's wert. Nein, mit meinem nicht minder geschätzten Kollegen Bernhard Hoecker. Unser Leben steckt voller Gefahren. Der Alltag ist einfach gefährlich. Verkehr. Gefährlich. Haushaltsarbeit. Sehr, sehr gefährlich. Körperpflegesport und Werken im Garten. Überaus mega gefährlich. Und damit wir später mit sämtlichen Fingern, allen Armen und uns zur Verfügung stehenden Beinen auf ein erfülltes Leben zurückblicken können, ist unser Leben, unser Alltag gepflastert mit Warnhinweisen. Wie zum Beispiel hier auf dieser Spraydose, auf der zum Beispiel so steht wie nicht gewaltsam öffnen oder keinem offenen Feuer zuführen. Mhm. Das wäre Wahnsinn, wenn man so etwas machen würde. Und kindisch noch obendrein. Total bescheuert. Bist du fertig? Ja, bin ich. Okay. Hopp. All das, was Sie hier sehen, dürfen Sie natürlich niemals zu Hause machen. Wir führen unsere Experimente durch unter Aufsicht der Feuerwehr, von Sicherheitsexperten und eines 20-köpfigen Kamerateams. Ja. Warum haben wir so ein großes Team? Naja, wegen der Splitter. Splitter? Damit das Team notfalls die Splitter aufhängt und uns nichts passiert. Das hat mein Management im Vertrag reinschreiben lassen, sonst hätte ich gar nicht mitgemacht. Aber dann müssten die doch vor uns stehen. Ja. Also, alles, was man nie, wirklich niemals zu Hause machen sollte. Das machen wir hier in unserem Haus. Und deshalb sollten Sie den Namen dieser Sendung wirklich ernst nehmen. Nicht nachmachen. Unter anderem sollten Sie heute auf Folgendes verzichten. Unser Rezept für Glühwein aus der Mikrowelle. Eine traditionelle Art von Kochen wie bei Mutti. Und wenn es schnell gehen muss, wie man mit einem Bootsmotor Sahne schlägt. Wir kennen das alle, Samstagnachmittag, man ist gemütlich zu Hause im Wohnzimmer, hat ein paar Experimente durchgeführt mit glühenden, brennenden oder explodierenden Gegenständen. Aber am nächsten Tag kommt Besuch am Sonntag und wie kriegt man das Wohnzimmer sauber? Wie kriegt man die Sauerei wieder weg? Moment, ich stelle die Situation mal eben nach. Tja, und früher war das natürlich so, da ist die Hausfrau hingegangen, hat in ihren bloßen, mit ihren nackten Fingern die glühende Kohle genommen und sie in den Garten auf die feuchte Wiese gelegt. Das ist natürlich alt. Wir haben heute dafür modernes Gerät. Ein Staubsauger. Ja, führ mal vor. Einfach. Wunderbar. Ja. Kennst du noch früher diese Ascheimer, auf denen stand, keine heiße Asche? Ja, geht. Hat doch super funktioniert. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man das nicht nachmachen soll. Nee, eben. Schnellgerichte, wir kennen sie alle, wir lieben sie alle. Schnell mal was gekocht. Aber es bleibt ein entscheidender Nachteil. Auch nachher hat man dreckiges Geschirr herumstehen, Töpfe voller Knies. Das will man alles nicht haben. Nein, 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 spülen wollen wir nicht. Und darum ist es ja vielleicht eine gute Idee, so ein Schnellgericht direkt in der Dosenumhüllung zuzubereiten, indem man die Dose ganz einfach auf die Herdplatte stellt. Aber man hört ja immer, mach das nicht, das ist total gefährlich, lass das sein. Und der Clou an der Sache ist, wir lassen den Topf zu, denn dann funktioniert es wie ein Schnellkochtopf. Oder aber wie eine Landmine. Und genau das ist das Problem und deshalb sind wir natürlich vorbereitet. Wir haben Schutzbrille und präpariert. Auch für das ganze Team. Jetzt gleich, wenn wir das einschalten hier, nicht? Da müssen die Fluchtwege wirklich frei sein. Haben das alle kapiert, dass hier nicht jemand aus Versehen noch rumsteht? Genau. Und für zu Hause gilt, nicht nachmachen. Achtung. Okay, 3, 2, 1. Und so, Vorsicht, hier rüber. Komm, so, Achtung, ja. Okay. Ich sehe nämlich schon die Schlagzeile der Boulevardpresse.
TV-Superstar von Suppe erschlagen und der andere ging auch tot. Ja, die hat ein bisschen... Meinst du? Ja. Was gezuckt? Ich dachte nur... Mich fertig. Nichts, gar nichts passiert. Nee. Die wackelt! Wie die wackelt? Die wackelt! Ah! Sie wackelt! Mal Hilfe! Jetzt können wir reingehen. Ich glaube, das sind nur zwei gewesen. Ja. Boah, ist rutschig. Muss ich. Wir können jetzt auch den Gehörschutz abnehmen. Fazit? Was habe ich mich früher mal mit Dosenöffnern rumgeärgert? Das ist jetzt vorbei. Und das Schöne ist, man muss kein Geschirr mehr spülen. Das ist doch fantastisch. Kleiner Geschmackstest. Lecker. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt die Gulaschsuppe oder deine Spirelli, aber das kann ich nicht mehr so genau erkennen. Aber was natürlich, wenn das so gut funktioniert, das Prinzip, dann weiß man, das geht für kleine Portionen, wenn wir zu zweit sind. Aber wenn wir mal Gäste haben, kein Problem. Dann nehmen wir ganz einfach eine große Dose. Nicht nachmachen. Nein, nicht nachmachen. Ich stehe hier vor einer handelsüblichen Wäschespinne. Sie besteht aus 9 Seilen in 4 Segmenten und einem Wiegald, der gerade Wäsche aufhängt. Und das Besondere ist, diese Wäschespinne ist drehbar. Und das ist das Stichwort drehbar. Wir haben uns überlegt, wie kann man eigentlich Wäsche eventuell noch schneller trocknen mit Hilfe des Rotationsprinzips einer Wäschespinne. Und das Ergebnis unserer Überlegung ist das hier. Eine handelsübliche Silvesterrakete. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir befestigen die Silvesterrakete genau hier vorne, jeweils an diesen Enden. Dann wird sie angeschnallt, damit sie sich nicht bewegt, ohne die Wäschespinne loszulassen. Und der Antrieb der Rakete treibt jetzt die Wäschespinne an, die dann in einer rotierenden Bewegung, kreisförmig sozusagen, zirkulär vorwärts bewegt. Die Wäschespinne 3-0 quasi. 3-0? Wieso 3-0? Naja, am Anfang war nur der Wäscheständer, das war 1-0 und dann Wäschespinne 2-0 und das ist dann 3-0 jetzt. Also das ist im Grunde so wie in der Waschmaschine der Schleudergang, die Fliehkraft presst das Wasser aus der Kleidung heraus. Und da stellt man sich die Frage, warum ist da jetzt eigentlich noch niemand drauf gekommen? Die ist schwer, ne? Diese... Oh. Ja. Also. Das ist jetzt... Ich muss das dann wahrscheinlich immer festhalten, damit das nicht abgeht. Ja, genau, einfach so drüber kleben. So, was ist denn hier? Tesafilm mit Schwarzpulver. Wir müssen hier eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen. Du drehst das weg. Ah, ich drehe das einfach. Genau. Das ist ja automatisch. Ich bin jetzt quasi so der Abroller. So. Okay. So. So, das dauert immer ein Weilchen. Das ist nicht ganz klar, es brennt das gleich. Das brennt sofort. Es brennt bereits. Lass uns mal. Ja, hier rüber. Achtung, Achtung! Alles Team Vorsicht, in Deckung! In Deckung! Ihr habt doch bei der Tankstelle nebenan Bescheid gesagt, oder? Oder? Es läuft. Ja, es läuft. Es ist immer so geil, wenn das brennt in der Schnur hoch. Oh, großartig. Ich liebe diese Rauchschwaden. Ja, das sieht schon spannend aus. 1 Zentimeter, 1 Sekunde oder sowas war das, glaube ich. 21. Man sieht, wie das am Rand hochläuft. Wie heißt das bei Apokalypse Now? Ich liebe den Geruch von Schwarz.
ist wieder. Oh. Rauchvergiftung. Ja. Oh. Läuft doch. Ja, ist trocken. Ein bisschen klamm noch. Ja, an manchen Stellen. An manchen Stellen aber sehr. Hier ist ganz trocken. Ganz trocken. Dafür kann man hier einen weiteren Abend durchstecken. Die Unterhose ist schön warm. Die ist gut geworden. Prima. Das ist noch ein nasser Fleck. Ja, hier auch. Das ist doch super geworden. Ja, da würde ich mal sagen, warum nicht mal nachmachen? Ja, das kann man ruhig nachmachen, aber vielleicht nicht zu Hause. Liebe Weinfreunde, liebe Liebhaber der gediegenen Umgangsform, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Problem, das wir alle kennen, der wohltemperierte Wein. Zum Beispiel dieser hier, ein echter 98er schlesischer Schädelspalter. Topgetränk. Ja, kostet 95 Cent. Aber der beste Wein taugt nichts, wenn er die falsche Temperatur hat. Zimmertemperatur ist okay und er muss atmen. So, was passiert, wenn jetzt plötzlich Gäste vor der Tür stehen? Sie wollen herein und möchten so gern einen dieser wohltemperierten, durchgeatmeten Weine haben, aber man hat eigentlich nicht wirklich genug Zeit, man ist nicht vorbereitet. Dafür gibt es... ja, Sie fragen sich sicher die ganze Zeit, warum zwischen uns hier eine Mikrowelle steht. Jetzt können wir es ja auflösen. Dafür gibt es... Die Mikrowelle. Genau. Und das Prinzip ist total einfach erklärt. Man macht hier in der Öffnung zum Beispiel. Du willst dich schon gar nicht kaputt gehen lassen. Nein, ich bin ganz gespannt. Wie lange muss man das Ding jetzt einschalten? Ja, keine Ahnung. Also ich würde einfach mal volle Pulle versuchen. Volle Pulle, das ist 20 Minuten. So, machen wir hier. Jetzt noch mal raus. Jetzt besser mal raus. Warum eigentlich im Flur und nicht in der Küche der ganze Versuch? Die Redaktion hat gesagt, wir sollen die Küche nicht immer versauen. Ach so, wegen Rotweinflecken. Geh mal raus. Ja. Ey, wer weiß, ob da überhaupt irgendwas passiert. Ja. Bin ja noch skeptisch. So eine Weinflasche. Boah, heiß hier. Ich bin neulich mal wieder Bus gefahren. Das war auch gut. Frage an alle, wie lange wollen wir denn jetzt eigentlich hier warten? Bis Drehschluss. Okay. Mehr, oder ist da noch was drin? Gut. Uiuiui. Oh, guck mal, das ist ja alles Wahnsinn. Wahnsinn, es ist total aufeinander geflogen. Ich würde jetzt schon mal sagen, nicht nachmachen, nicht nachmachen. Meine Damen und Herren, dieser Wein, wie die Weinkenner sagen, hat einen sehr starken Abgang. Und ich möchte auch sagen, er hat geatmet. Hat er auch. Er lebt noch. Wow, der ist ja überall. Das ist ja super. Kann man das anfassen? Guck mal, das ist ja toll. Schau mal, die Mikrowelle. Ja, was machen wir jetzt mit der? Du, das ist aber wirklich imposant. Das ist total abgefahren. Ja. Ja. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Was hatten es die Menschen damals in der Steinzeit einfach? Es gab ein Haushaltsgerät für alle Lebenslagen. Und das war die Keule. Mit ihr wurde gejagt, zerkleinert, gemahlen, Ehen geschlossen, die Höhle ausgefegt. Heute komplett anders. Man hat 1000 Möglichkeiten, in der Küche aktiv zu sein und 2000 Geräte, die man dafür ins Regal stellen kann. Und immer wieder fragt man sich, braucht man diese ganzen Geräte überhaupt? Kann so ein Haushaltsgerät nicht in Wirklichkeit viel mehr, als die Bedienungsanleitung behauptet? Und deshalb haben wir hier einen weiteren Elektro-Cup. Diesmal kämpfen gegeneinander. Teekocher, Toaster und Popcornmaschine. Wir fangen an mit Popcorn. Dann kann die Popcornmaschine schon mal weg, die kann das nämlich sowieso. Ja. Also Toaster und Teemaschine, wir haben hier das Popcorn. Das ist ganz wichtig. Öl haben wir noch ein bisschen, natürlich nur einen kleinen Tropfen. Ich kümmere mich mal hier um den Teekocher. Ich schütte schon mal Popcorn rein. Ganz bisschen nur, ne? Okay.
Okay. Und Öl, allerdings, da muss man drauf achten, wirklich nur ein paar Tropfen. Und insbesondere hier bei diesem Gerät aufpassen, nicht die Finger reinstecken und nicht zu Hause nachmachen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hier ist ja die Wärmequelle unten versenkt in so einem Teekocher, nicht? Das heißt, da muss man und einschalten. Ganz wichtig. Ist natürlich. So, jetzt geht's los und an. Für die schwerhörigen Zuschauer, man hört bereits, dass da unten etwas brutzelt. Es knistert. Wärmeentwicklung. Das. Man kann auch die Tonhöhe verändern. Tü, tü, ta, 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 tü, ta, ta. Was macht denn der Toaster? Gar nichts. Bei dem Toaster ist das Problem, dass natürlich die Glühdrähte sich am Rand befinden. Und deshalb wäre mein Tipp, das einfach seitlich legen. Aha. Oh, das schmort, aber kräftig. Weil dann irgendwas. Weil dann liegen die auf den. Das. Ja, schaut mal, bei mir. Hat schon gepoppt? Ganz klar. Da! Ich habe 5 Popkörner. Ich habe im Toaster gar nichts. Außer Rauchentwicklung. Ja, da muss ich sagen, tut mir leid für dich. In diesem Fall. Da! 1, 2 Popkörner. 3. Haha, flambierte Popkörner, er fängt an zu brennen. Wir sollten das jetzt vom mal rausziehen. Vom Stromnetz? Ist da drin tatsächlich? Ja, also Ergebnis können wir festhalten, das hier ist zu gefährlich, das Haus fackelt uns sonst ab. Hier haben wir 1A Popcorn, wenngleich in überschaubarer Anzahl. Ja, ich muss schon sagen, es sieht auf jeden Fall besser aus. Wer es cross mag, mag hier seinen Punkt geben. Ich selber möchte aus Sicherheitsgründen. Wir testen das mal. Ja, oh Gott, nichts Besonderes, aber klar, erkennbar als Popcorn. Das sitzt ein ganz normal hier. Hörst du auch schon das Karussell kreisen, wenn man den Popcorn beißt? Klarer Sieg für 1:0 für den Teekocher. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Hierbei ist der Kaffee. Verflixt, wir haben keine Kaffeefilter mehr. Oh Mann, Wiegald, das ist dein Zuständigkeitsbereich. Was? Hier auf meiner selbstgebauten Uhr steht, Wiegald ist mit Kochen dran und Kaffee wird gekocht, also gehören die Kaffeefilter dazu. Nein, jetzt schlägst du aber 13. Kochen heißt ja wohl eindeutig Kartoffeln, Kohlrabi, Blumenkohl, sowas, aber doch nicht Kaffee. Kannst du auch mal dran denken an Kaffeefilter? Oh, das ist echt die Hölle. Ich weiß, ich ärgere mich da auch oft. Ich träume auch oft von einer Welt, in der man nicht Kaffee kochen muss. So eine Art Schlaraffenland. Man macht einfach den Hahn auf und dann läuft da Kaffee raus. Komisch. Die Menschen fliegen zum Mond, aber das muss doch technologisch hinzukriegen sein. Und es ist auch gar nicht so schwer, sowas zu bauen. Hast du Kaffee da? Aber sicher. Dann los! Jetzt haben wir 2,5 Gramm für eine Tasse. Eine Tasse sind 200 Milliliter. Das heißt, das reicht dann für 80 Tassen. A, 2,5 Gramm sind 200. Der hat hier 200 Liter. Macht. Sind 160 Liter mit 10 hiervon. Macht. Sagen wir mal 15. 15 sind zu viel, aber 15 hast du ja dann. Ich mach erstmal heiß. Ja, nicht zu heißes Wasser steht da drauf. Wir haben 200 Liter. Wenn wir 2,5 nehmen, dann haben wir bei einem halben drüber, sind wir bei 15. Passt in jedem Fall? 15 auf jeden Fall. Was ist das denn? Das ist der Temperaturfühler. Ja, sehr schön. So. Eins. Zwei. Acht. Das soll es noch nicht. Aber eine gute Creme hat er. Ja, es schäumt natürlich auch, klar. Ja, das ist natürlich gut, dass wir so Feinheiten. Du trinkst lieber mit Zucker, ne? Ich trinke lieber mit Zucker. Das ist genau 1 Gramm Zucker pro Tasse. Mmh, wie das duftet. Probieren? Ja. So, hier ist okay. So. Was ist denn das eigentlich? Der Temperaturfühler. So. Ach. Offen, Druck wird aufgebaut. Jetzt müssen wir hoch. Gehen wir raus. Los, Kaffee! Ich freue mich schon. Ja! Kalt. Kalt, genau. Und
Daumen drücken. Brauchen wir nicht. Nein, 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 ist schon drin. So, Achtung. Ne, was jetzt kommt? Ja, nö. Du. Prost, ich freue mich sehr. Also. Das ist eine gute Tasse Bohnenkaffee. Sagen wir so, es ist eine Tasse Bohnenkaffee. Aber das ist, aber es funktioniert. Total gut, das heißt, wenn wir neue Möglichkeiten, wenn wir jetzt morgens aufstehen und wir wollen duschen, dann können wir nicht nur duschen, wir können direkt auch Kaffee trinken. Ja, oder ein Kaffee-Vollbad auch. Der Traum eines jeden Kosmetikers. Wer macht das? Mach du. Okay, Achtung, hier oben. Ja, 1, 2, 3. Ja. Wasser? Guck mal, muss ich erstmal, muss ich erstmal. Ja, lecker, schmeckt. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie auch morgens duschen wollen und gleichzeitig den Genuss von warmem Kaffee genießen wollen, dann vergessen Sie den Titel dieser Sendung und machen Sie es nach. Wenn nicht, dann nicht nachmachen. Komm, jetzt kochen wir uns eine gute Tasse Tee. Hallo liebe Vielflieger, Meilensammler, Jetsetter. Auf uns wartet auf Langstreckenflügen eine tödliche Gefahr, Thrombose. Ist es eventuell möglich, das Thromboserisiko zu senken, indem man den an Bord gereichten Tomatensaft mit Kohlensäure anreichert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Finden wir doch zunächst einfach erstmal raus, ob man Tomatensaft überhaupt mit Kohlensäure anreichern kann. Und dazu haben wir hier unseren Trinkwassersprudler an den Start gebracht. So, hier, Tomatensaft ist bereits fast eingefüllt. Ich frage mich ja bis heute, warum die Leute überhaupt an Bord eines Flugzeugs gerne Tomatensaft trinken. So richtig verstanden habe ich das nicht. Es ist auch noch niemandem gelungen, mir eine einigermaßen schlüssige Erklärung zu liefern. Ich erzähle Ihnen das alles auch nur wieder, um diese Schraubpassage verbal zu überbrücken, die immer so ein bisschen länger dauert. So, Kohlensäure rein. Müsste reichen. Oh, geht gar nicht mehr aus. Das ist ja lustig. Geht gar nicht mehr aus. Fazit. Jawohl, man kann Tomatensaft mit Kohlensäure anreichern. Ja, herrlich. Kann ich erstmal eben meine Hände waschen, bitte? Brauchst du noch nicht, danke. Kann ich doch da drüben in der Küche machen eben. Oh, ist das immer eine Sauerei mit diesem lustigen Trinkwassersprudler? Ach so, Kaffee, ja. Hatte ich vergessen. Mist. Guck mal, meinst du, man kann hieraus ein Fluggerät basteln? Nee. Und das hier, ein Eierschneider? Nee, das, wenn du Engel bist und eine Harfe brauchst. Aber ansonsten, guck mal nach was Elektrischem für einen Antrieb. Ah! Das, geht. Ich hab eine Idee. Ich auch. Wollen wir? Ja. Es geht, es bewegt sich. Brille, Brille, Brille! Ja, genau. Oder noch zu früh. Und lass mir noch ein bisschen liegen. 3, 2, 1. Jetzt. Ja. Ich hab sie. Schnell. Zu. Vorsicht. Ich glaube, sie lebt noch. Nicht nachmachen. Nicht. Nee. Sehr schön. Oh. Wehgetan? Oh, guck mal hier, ein Splitter. Musik.
Mensch, Bernhard, guck mal hier. Was wir da noch haben, das sind noch Feuerwerkskörper von unserem allerersten Experiment. Oh. Sind noch übergeblieben. Ja, das ist ja... Das ist gefährlich. Da muss man doch, die müssen wir doch entsorgen, verantwortungsvoll entsorgen. Ja, sonst gerät das noch irgendwelchen Verrückten in die Hände, die Unfug damit anstellen. Boah, das ist total gefährlich. Aber wir müssen aufpassen, dass die Nachbarn sich nicht wieder beschweren. Und elegant sollte die Entsorgung auch sein. So, weg. Zack, darf ich anpacken. Hier. Ja, das ist gut. Wunderbar. Pass auf, ich mach das mal auf. So also richtig, dass man. Ja, schon. Okay, fertig. Bernhard? Ja. Feuer. Scheiße, ich bin so bescheuert. Mach nichts. Okay. Zweiter. Hier. Oh, stopp. Ah, Gehörschutz. Sicherheit geht vor. Kannst du mich hören? Geht. Gut. Auf geht's. Ganz ruhig. Cool bleiben. Ich bin ruhig, mein Herz schlägt. Ganz ruhig. Gerda, da ist nichts bei. Ja, du? Ja. Na ja. Ja. Also mit dem Gehörschutz. Hört man was? Kaum was. Ist ja schon was fertig? Haben wir denn noch? So, pass auf, wir haben noch mehr. Hier, hier. Das ist schon mehr. Moment. So, probieren wir mal aus. Das ist, wenn ich Kappe abnehme, genau. Was denn? Ja, erstmal reinstecken vielleicht. Aber pass so. Muss ja noch anzünden. Okay. Oh, das riecht gut. Nicht auf mich, hier runter. Ja, ja. Ah! Okay. Okay. Und jetzt? Funktioniert. Jetzt? Alles. Pass auf. Aufrecht. Pass auf. Boah, stinkt das. Ich gehe vor. Damit? Ja. Weißt du, das funktioniert? Okay. Okay. Nebel. Boah. Ah. Buh. Ah. Ja. Oh. Boah. Und da soll doch jetzt noch mal einer behaupten, wir würden nicht verantwortungsbewusst mit Explosivkörpern umgehen. Mit den Dingern kann überhaupt nichts mehr passieren. Sehr gut gemacht. Aber es gilt natürlich, nicht nachmachen. Bringt die stolz auf uns. Bringt die Sachen zu uns. Schlagen wir uns mit einem Problem rum, das vormals völlig unbekannt war. Wir kennen das alle, wir laden Leute zu einer Party ein und haben dann versehentlich im Internet den Haken an der falschen Stelle gesetzt oder ihn komplett weggelassen. Was passiert? Auf einmal strömen die Leute massenweise zu uns nach Hause und haben Hunger. Zum Glück fällt uns ein, dass wir noch ein kleines Stück gefrorenes Fleisch im Gefrierfach haben. Mega! Ja! Junge, ist das Sorschi! Mach mal
Klammer auf! Jetzt haben wir natürlich das Problem, dieses Fleisch ist halt gefroren und knallerhart. Das kann kein ich bin am Moderieren wieder. Und das kann natürlich dann keiner essen. Aber zum Glück gibt es aus dem letzten Jahrhundert eine Errungenschaft, die das Auftauen erleichtert. Darauf! Mikrowelle! Zügig! Aber auch die! Stößt an ihre Grenzen, denn... Denn die Mikrowelle ist zu klein. Das ist sie, unsere MM-Mammut-Mikrowelle, hergestellt aus 20 miteinander verkoppelten, handelsüblichen Kleinmikrowellen. Genau. Im Prinzip, Wiegald, sind das hier die... Ist, Wiegald, ist das da hinten der Mikrowellengenerator? Wiegald. Was ist denn? Das Ding hier. Ach so, ist das. Sag doch was. Sau schwer. Ist das hier quasi der Mikrowellengenerator und der gesamte Raum dann der Mikrowellengarraum? So, Deckel einer Mikrowelle sind normalerweise sehr wichtig. Sehr wichtig, denn sie sind spezial beschichtet. Diese Beschichtung soll dazu führen, dass die Mikrowellenstrahlung nicht während des Garvorgangs aus dem Gerät austreten kann. Ja, und wenn sie das tun würde, ja, würde man Verbrennungen bekommen, nicht nur auf der Haut, sondern auch innen drin im Gewebe. Und das ist sehr praktisch, wenn hier ein Stück Fleisch hängt. Und deshalb haben wir das einfach mal gemacht. Alternativ dazu kann man natürlich auch einfach die Deckel aufstehen lassen und den Sicherungsmechanismus überbrücken. Ja, auch das darf man natürlich nicht nachmachen. Ich mache ganz, ganz wichtig. Deshalb schauen Sie am besten weg, wenn wir Ihnen jetzt zeigen, wie der Sicherungsmechanismus überbrückt wird. So, soll ich mal die Hand vorhalten, dann ist das nicht so. Ist das... Nun würde normalerweise die Mikrowellenstrahlung einfach direkt aus diesem Kellerraum austreten. Und um dies zu verhindern, ist es von überragender Bedeutung, dass wir das Ganze mit Alufolie auskleiden. Denn dann zucken diese Mikrowellenstrahlen innerhalb des Gemäuers hin und her. Und das Fleischstück, das wir hier aufhängen, wird zentral gekocht. Das ist dann die siebte Lage. Genau. Weil es gibt ja ein paar Stellen, da wollen wir nicht, dass das verschwindet in der Wand. Genau. Okay. Ja. So, okay. Alle Reflexionsflächen sind beklebt. Als nächstes... Einschalten. Ich mach die Dinge an, häng du schon mal das Fleisch auf. Also, das auf Maximum, das auf Maximum. Hier auf High. Die ist lustig, die ist ja schon älter hier. Ja, da gibt's nur Frost und 100%. 800 Watt. Das ist auf 3. Hier ist 800 Watt. 800 Watt. Fertig? So, gut. Dann kommt jetzt der Stecker. Entschuldigung, die Sprühdose. Wir wollten nur gucken, ob ihr das merkt. Aufhören, niemals eine Sprühdose in der Mikrowelle lassen. Wissen wir doch selber. Genau. So, dann nehmen wir es mal hier. Welche Steckdose? Die hier, ne? Das war die, die mit der Sicherung jetzt nichts zu tun hat. Das war die, haben wir extra, genau. Gut, okay. Achtung. Das ist Herr Dickmann vom TÜV. Wir haben jetzt unseren Mikrowellenraum gebaut. Da stellt sich jetzt die Frage, wie nah dürfen wir denn da rangehen? Ja. Man könnte es über so ein Messgerät herausfinden. Das nutzen wir, wenn wir Mikrowellenherde testen, um herauszufinden, tritt irgendwo an den Seiten oder sonst wo Mikrowellen Also wir haben so etwas Ähnliches. Wir haben eine Kamera da installiert, die filmt die ganze Zeit die ganzen Mikrowellen. Also das kann man dann da schon mal... Auch schön. Kann aber durchaus sein, dass durch jetzt die Belastung auch die Kamera irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Ach, da gucken wir kurz mal rein. Aber vielleicht gibt es ja noch Bilder momentan. Okay. Schauen wir mal. Wie nah können wir jetzt ran? Das können Sie sehen mit dem elektronischen Leckagegerät. Also wir schalten es jetzt einfach mal ein. Ich kalibriere es mal kurz. So. Wenn es piept, bitte stehen bleiben, weil ab dann ist es nicht mehr so ganz lustig. Okay. Ja? Ich will alle mal folgen. So, noch sieht es gut aus. Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Ja? Wir sind hier ganz nah auf den Fersen. Aber der Wert geht jetzt schon ordentlich nach oben. Wir nähern uns jetzt ja auch der Tür hier. Oh, das war gerade eine 4. Was ist denn der Grenze? Der ist in dem Moment überschritten. Das heißt, bis hier dürfen wir, der Grenzwert sind 5 Milliwatt. 5 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Das hat die internationale Strahlenkommission so festgelegt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach noch einen Meter schneller da hinten. Genau. So, Moment. Ist das jetzt noch gefährlich? Können wir da gehen? Gibt es so einen Nachbrenner-Effekt? Nee. Jetzt sollte also da gibt es nicht so Wellen, die noch... Nein, aber ich bleibe sicher selber mal draußen. angenehme Temperatur hier. Ja, man merkt so eine leichte, ne? Und das ist ein leichtes olfaktorisches Erlebnis. Leicht. Aber, ja. Also optisch sieht es...
Genauso aus wie vorher. Nee, da hat sich gar nichts getan. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ich meine, zwei Stunden ist so eine Menge Zeit. Das Einzige, was ich hier so wahrnehme, ist so ein gesunder Geruch von den Geräten. Weil ein Drittel der Energie geht an Abwärme raus. Deswegen ist es hier auch richtig kuschelig warm jetzt drin geworden. Ja. Das perlt auch so ein bisschen. Wie lange müssten wir das jetzt hier hängen lassen mit dem Ganzen, bis es durch ist? Kann man schlecht schätzen. Tage, Wochen, wahrscheinlich wäre es eher schimmelig, als dass es durch ist. Also zum Garen komplett ungeeignet, gefährlich, teuer. Aufwendig, teuer. Deshalb nicht nachmachen. Soweit? Ja, das ist jetzt der letzte Luftballon, den ich mit Propangas gefüllt. Du hast den nicht mit Propangas gefüllt? Doch, sei doch froh. Helium ist sauteuer, musst du im Internet bestellen, kommst nicht dran, aber Propangas, nee. Da gehst du einfach rüber. Nein, 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 nein. Nochmal auf Anfang. Bernhard, wirklich, mit Propangas, das ist doch extrem gefährlich. Ein Funke und hier ist Stairway to Hell. Oh ja, das wäre katastrophal. Ja, aber ganz im Ernst, Wiegald, es ist mir ein totales Rätsel, wie 72 mit Propangas gefüllte Luftballons, die man in einer Reihe in einem Treppengeländer befestigt hat, überhaupt mit Feuer in Berührung kommen sollen. Ich so drüber nachdenke, hast du recht. Wo soll es herkommen? Tja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Treppenhaus. Happy Birthday to you. Nicht nachmachen. Ja. Nee, warte mal, noch nicht aufs. Halt, wir hätten da noch was. Eine Kleinigkeit. Gute Nachricht fürs ganze Team. Ja, und zwar, ihr bekommt eure Pässe wieder und ihr dürft ausreisen. Nee, mal im Ernst, wir haben uns das überlegt. Bernhard und ich waren heute Vormittag auf dem Wochenmarkt. Ja. Und jetzt und für die Pause haben wir Erdbeeren besorgt. Fürs Team. Yeah. Yeah. Aber es werden nicht irgendwelche Erdbeeren, sondern Erdbeeren mit à la Sahne. Bernhard und Wiegald. Ja, nämlich mit Sahne und zwar mit sehr viel Sahne. Mit 200 Liter Sahne. Und was wir dafür brauchen, sind Erdbeeren. Eine große Schüssel. Und einen Außenbordmotor. So, das sind Viertakter, 2,3 PS. Dort drüben ist die Schüssel. So. Wir bauen das hier mal zusammen. Das muss arretiert werden. Anziehen. Okay, so, dann haben wir hier Sahne. Schlagsahne, aber hier, wie galt. Schauen wir, wie wir hier reinkriegen. Auf geht's. Mit dem Messer geht das einfach. Meinst du? Ja, schneller. Oh. Kannst du das noch was Festes? Da muss ich noch optimieren, das funktioniert bei mir noch nicht so richtig. Muss es doch eine Lösung geben. So, komplett aufschneiden. Ah, verstehe. Was machst du denn da? Ja, ich bin immer noch bei der ersten Sahne. Jetzt ist mein Messer auch mit drin. Das ist ganz ungünstig, glaube ich. Ob das denn überhaupt funktioniert, dass wir uns auch... Also prinzipiell ist das ja nichts anderes als ein großer... ja, als so ein großer, den es in klein gibt. So ein großer Mixer. Wenn das geht, könnte man das natürlich auch mit der Queen Elizabeth oder so mal funktionieren. Da ist die Schraube ja noch größer. Ist offen. Gut. Vorsicht, dass du nicht kleckerst. Ja, genau, das ist sehr. So. Ja. Okay, bist du soweit? Choke ziehen. Und jetzt eins, zwei, drei. Mitte. Ich muss gar nicht so viel hin und her bewegen. Das geht auch so. Wie geil! Der Name!
Ja, finde ich geht. So, gut, wo sind die Erdbeeren? Sieht auf jeden Fall gut aus, hat auch eine gewisse, also Teile davon, Erdbeeren. So. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt. So, vielleicht tunken wir das hier mal ein. Mmh. Die Erdbeeren sind gut. War auch gezeichnet. Mit der Sahne. So, dann auf zum Team, was? Team, Erdbeeren. Hallo, wir sind fertig. Wer möchte? Team. Wo sind die denn? Hallo? Team? Sind alle weg? Kuckuck. Hallo? Hallo? War doch lieb gemeint. So, jetzt wissen Sie, was Sie besser bitte nicht nachmachen. Ja, und ich denke, für heute haben wir unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Wiegald. Glückwunsch. Wird es ja Gas sein, ne? Hast vergessen zuzumachen. Das wird zu noch machen. Ich? Ja. Ich glaube zum Beispiel, da passiert nichts. Ich glaube, es wird ein kleines Loch im Glas entstehen. Und dann sind alle total enttäuscht hier, das Team. Da ist da einer, ich weiß ja, wer das war, der hat das vorbereitet. Der hat gesagt, ja, genau weiß ich nicht, aber macht wahrscheinlich Bums.